Die Smart Halle St. Gallen ist ein wesentlicher Baustein der Stadt St. Gallen auf dem Weg zur Smart City. In der Smart Halle werden wir verschiedene Themenfelder, 6 Stück an der Zahl, weiter beleuchten und werden auch die Strategie zu einer Smart City St. Gallen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Wir werden das Thema Digitalisierung aufgreifen, es näher an die Leute bringen. Wir werden Sicherheitsthemen thematisieren. Wir werden verschiedenste Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, Dialogveranstaltungen, Workshops hier machen. Und ich denke, das ist ein ganz wunderbarer Baustein, um die Leute auch mitzunehmen in die Smart City Aktivitäten hier vor Ort. Es wären diese 3 Monate. Ab dem 3. September werden verschiedenste Veranstaltungen stattfinden, mit aktuell über 40 kostenlose Veranstaltungen, die der Bevölkerung offen stehen, zum Teilnehmen, zum Thema Digitalisierung, Smart City. Wir haben aber auf allen 3 Stöcken auch verschiedene Angebote, die wir bieten. Im Obergeschoss gibt es einen sogenannten Coworking Space oder Co-Creation Workspace, der offen ist, auch für die Bevölkerung während der Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind immer vom 9. bis 7. am Abend, also wie die Läden, vom Montag bis am Samstag. Und am Digitaltag selber gibt es noch verschiedenste Angebote, die wir haben, VR-Experience für St. Gallen, wo man St. Gallen mal anders kennenlernen kann. Gleichzeitig ist die Halle aber auch betreut, also es wird immer eine Person vor Ort sein. Es gibt eine sogenannte Smart Echo-Wand, also wo auch Chancen, Risiken und Inputs können von der Bevölkerung uns mitteilt werden und eigentlich so soll so wachsen über die 3 Monate.